Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn diese Aufnahme jetzt hoffentlich nicht abgebrochen ist, denn ich habe einen Nvidia-Error. Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft hier auf dem Kanal. Frisch aus der Kreativpause sind wir gestern zurückgekommen. Heute direkt mit einem brandneuen Spielmodus auf Bergwerk Labs. Und zwar nennt er sich Action und ist im Endeffekt, wie viele von euch gleich sehen und dann direkt wutentbrannt in die Kommentare schreiben werden, angelehnt an Master Builders. Und ich habe vor Monaten, vor Wochen immer schon wieder euch kleine Hinweise darauf gegeben, dass so etwas in der Arbeit ist bei uns in der Mache, weil es ja doch ein paar Sachen gab, die mich bei Master Builders immer so ein bisschen gestört haben, wie zum Beispiel, dass man nicht in die Erde reinbauen konnte oder dass man bestimmte Blöcke nicht verwenden konnte und, und. Das haben wir hier alles geändert. Mit dem Zusatz Action, dass das Ganze halt in Filmsets stattfindet, beziehungsweise jetzt hier in einer alten Bühne und wir Filmthemen haben wie Naturdoku. So, das heißt, ich kann jetzt über den Tellerrand mehr denn je hinausblicken, denn darum geht es. Die Themen sind nicht eindeutig, sondern halt so breit gesteckt, dass hier grundsätzlich bei jedem eigentlich was anderes bei rumkommen könnte. Und das finde ich halt persönlich sehr, sehr spannend und war eben auch der Grund, weswegen wir Action hier entwickelt haben. Und Naturdoku, ich habe schon eine Idee. Ich habe eine kleine Idee und brauche dafür roten Sand, den habe ich. Das hätte alles eigentlich schon viel früher kommen sollen. Allerdings haben wir es, wie auch schon bei Mind Battle, zeitlich echt so ein bisschen, haben wir uns, wenn wir ganz ehrlich sind, einfach so ein bisschen übernommen. Und nichtsdestotrotz hat Leon, der Dev, der das hier entwickelt hat, grandiose Arbeit geleistet. Ich kann euch nachher auch noch mal ein bisschen was zeigen hier, was wir für Funktionen haben. Und ich bin sehr, sehr froh, dass der Spielmodus endlich da ist. Aktuell, wie gesagt, wieder für Premiums in der Beta. Aber ab den nächsten Tagen dann, vielleicht sogar auch schon, wenn ihr es jetzt seht, für alle verfügbar. So, ich werde jetzt erstmal ganz normal drauf losbauen. Kann euch ja schon mal erzählen, was ich genau bauen werde. Denn ich werde jetzt wie auf den guten alten N24 oder National Geographic. Ne, wie heißt der nochmal? National Geographic? Geographics? Wie heißt denn der Sender nochmal? Ihr wisst welchen, ich meine. National. Ich meine National Geographics. Oder? Auf jeden Fall baue ich jetzt eine spannende Tierdoku, die hier gerade von ein paar Safari-Filmexperten gefilmt wird. Ich glaube, ich fange mal mit der Kamera an. Und dann bauen wir gleich irgendwie so ein Krokodil vielleicht, das einen Elefanten reißen möchte. Das ist ja eigentlich so der Standard, den man dann bei so einer Doku sieht. Hier ein Hebel. Und jetzt zeige ich euch kurz, was man hier zum Beispiel machen kann. Ich kann jetzt hier auf die Entity-Option gehen. Und dann kann ich hier auf NPCs gehen. Die erweitern wir natürlich jetzt auch noch in den nächsten Tagen. Und dann kann man hier zum Beispiel eine Omi auswählen. Oder einen Barkeeper oder den Holzfäller aus den Adventskalendern. Den nehme ich jetzt mal. Und die Marie. So, das ist jetzt meine Filmcrew hier. Die grabbe ich mir jetzt. Und da haben wir so ein bisschen jetzt vorbeugen wollen mit, dass ihr wieder meine komischen kleinen Figürchen irgendwie ertragen müsst, die ich normalerweise baue. Die baue ich immer noch, wenn die Skins nicht da sind, die ich eigentlich dafür brauche. Aber das passt ja jetzt hier schon mal super als Kamerateam. Hier auch direkt das, was ich gerade schon gezeigt hatte. Wir können jetzt in den Boden reinbauen. Das finde ich persönlich wunderschön und ich nutze das direkt auch mal, um hier einen kleinen Fluss auszuheben, aus dem dann später mein Krokodil gestampft kommt. Übrigens, ihr seht, mein Blick wanderte gerade schon rechts zur Zeit. Wir haben auch mehr Zeit eingestellt. Ist nicht viel, ich glaube ein oder zwei Minuten mehr, aber die machen dann schon doch einiges aus und vor allem ist mir halt hier wichtig, dass die Leute bei ihrer kreativen Idee eben auch genügend Zeit haben, weil die Themen eben dann doch genügend Material hergeben, um mal so richtig schön über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und es gibt zum Beispiel auch dann Themen filmbezogen wie Batman, baue einen Batman-Superheldenfilm oder drehe eine Szene aus einem Horrorfilm, so welche Thematiken. Jetzt nicht baue einen Schokoriegel, sondern eher baue ein Horrorszenario. Dann kann man eben die Duschszene aus Psycho nehmen oder irgendwas anderes Gruseliges aus Rocky Horror Picture Show, wobei es kein Horrorfilm ist, oder aus Saw oder. Da ist, wie gesagt, wieder der Kreativität keinerlei Grenzen gesetzt, was ich persönlich superb finde. So, jetzt mein Krokodil. Zack, 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 zack. Und hier fehlen noch Akazien-Setzlinge. Also Knochenmehl gegrabt. Oh Leute, jetzt übernehme ich mich doch. Wir müssen den Elefanten noch bauen. Das könnte echt eine... Jetzt habe ich den Knochenmehl rausgenommen. Eine spannende Geschichte wäre. Jetzt habe ich die Erde wieder rausgenommen. Ich bin aber heute auch ein bisschen
Neben der Spur liegt daran, dass wir vorhin die Adventure-Lobby eröffnet hatten. Für diejenigen, die gar nicht wissen, was das ist, schauen sich gerne mal das Video... Baum kann hier nicht wachsen, ist zu nah an der Wand. Schauen sich gerne mal das Video an, das ich gestern aufgenommen habe. Übrigens auch sehr schön, dass die Meldung kommt, weil ich dachte früher bei Master Builders beispielsweise immer, dass ich keine Bäume platzieren kann. Dabei war ich nur zu nah irgendwo dran. So. Bewertung läuft am Ende auch ein bisschen anders. Zeige ich euch gleich. Da haben wir auch noch ein bisschen auf euer Feedback gehört. Ich habe ja immer so ein bisschen dann in den Master Builders Folgen auch geschaut, was ihr noch so vorgeschlagen habt, als dann eben allmählich sich herauskristallisierte, dass wir auch an etwas Ähnlichem arbeiten. Na komm, so. Kann ich die Zähne noch irgendwie darstellen? Ich glaube nicht. Ich baue jetzt erstmal schnell den Elefanten. Guck mal, das sieht doch eigentlich schon ziemlich geil aus. Und vorne das Köpfchen. Oh Gott, nur eine Minute. Leute, okay, jetzt habe ich mich echt ein bisschen... Okay, machen wir irgendwie... Die Öhrchen haben wir auch komplett vergessen. So. Durch die Bäume durch, gar kein Problem. So wie das eben auch normalerweise bei Elefanten ist. Oh, vor allem die Kamera habe ich, glaube ich, noch nicht richtig in Position gebracht. 40 Sekunden. Oh, jetzt kriege ich aber echt gerade... Ganz schnell! Zack, zack und zack. Okay, alles klar. Und es ist vorbei. Unsere Naturdoku ist im Kasten. Ich bin sehr gespannt, was die anderen gebaut haben. Ihr seht, hier kann man schon bewerten. Natürlich Nicer Dicer ganz oben. Und jetzt schauen wir erstmal hier, was hier gedreht wird. Ja. Ja. Finde ich okay. Also. Ich finde es okay. Wir haben übrigens auch ein bisschen mehr Zeit hier zum Bewerten. Dementsprechend gucke ich mir mal hier ganz kurz auch so ein bisschen das rustikale und offenbar so ein bisschen auch verlassene Theater hier an. Was haben wir hier? Viel Text. Hier sehen Sie einen Baum. Dieser sehr seltene Lehmbaum taucht nur alle 5 Jahre in einer Lehmwüste auf. Da dieser Baum aus 65% Lehm besteht, kann dieser Baum nur aus Lehm leben. Da es nur die Lehmwüste gibt, kann dieser Baum nur da leben. Finde ich super kreativ. Deswegen gibt es ein Okay. Ein Okay kriegst du von mir noch. Normalerweise ist ja sonst immer so ein bisschen... Ich merke gerade, man kann gar keine Bauwerke melden. Oh oh. Das finde ich natürlich ganz nice. Übrigens, man kann auch nicht in die Hände der anderen gucken mit den Druckplatten. Doch, kann man. Ich meine, das ging nicht. Ja, okay. Dann geht's ja doch. Okay, bin gespannt. Ich sehe viele grüne Platten. Ich hätte schwören können, entweder hat gestern bei mir in einer Runde ohne Aufnahme keiner bewertet. Und das war gestern noch anders. Baggy und ich haben fast das gleiche. Schaut mal, auch die Kamera hier versteckt hinter einem Busch. Finde ich gut. Finde ich eine gute Idee. Hier steht noch was. Videokamera V12846 und Marie hinter der Kamera. Okay, finde ich eigentlich sogar sehr gut. Erklärt ihr mir das von Bergi? Was muss denn da erklärt werden? Das war eine klassische Tierdoku. Oder Naturdoku. Ja, okay, aber da gehören ja Tiere dazu. Finde ich auch nicht schlecht hier. Auch mit dem Zelt, mit dem Camp des Filmteams. Das ist noch eine schöne Erweiterung. Und auch hier mit dem Teich. Beziehungsweise dem kleinen Wasserfall. Genau. So. Ich bin gespannt. Oh! Oh, auch eine nice Idee. Wilson, diese Kreatur hier nennt man Schwein. Oh, das finde ich echt schön. Schade, dass er nicht fertig geworden ist. Aber das ist natürlich auch eine richtig gute Idee. Naturdoku im Fernsehen. Gibt von mir ein sehr gut für die Idee. Also, wobei eigentlich, ne, es gibt ein gut. Weil er ist nicht fertig geworden. Aber es gleicht auf jeden Fall das Ganze nochmal aus. Schöne Idee. Richtig schöne Idee. Das ist auch eine sehr schöne Idee. Und hier sehen wir, wie sich das Kamelmännchen ranmacht. Fantastisch umgesetzt, wirklich. Also allein schon, wirklich, für die Idee gibt es ein Gut. Ist ja jetzt nicht super dirty oder schweinisch oder sowas. Aber die Idee finde ich halt wirklich smart gemacht. Wirklich. Und die Kameras sehen bei uns allen irgendwie gleich aus, ne? Phantomkralle, Daumen hoch, sehr, sehr schön. Oh, Elefant auf jeden Fall wesentlich besser umgesetzt als bei mir. Der Löwe auch. Das ist wirklich ein schöner Baustil. Kamera, ja, finde ich auch nicht schlecht. Gibt auch ein Gut. Ich finde, heute sind nur gute Bauwerke dabei. Oh, der, oh Gott, Leute. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay. Was haben wir hier? Offenbar eine Flutwelle, die kommt. Wo ist die Arche Noah, die die Tiere rettet? Ja, Naturdoku. Mir fehlt die Kamera halt. Dieser Doku-Aspekt fehlt mir so ein bisschen. Es zerbricht mir das Herz, aber ich gebe mal nur ein Okay. Weil die anderen Sachen natürlich doch schon wesentlich aufwendiger waren. FinFan 1000. Und was haben wir hier? Es gibt nur noch wenige Wildpferde in freier Natur.
Hier steht eine alte Eiche. Wölfe leben im Wald. Ja, finde ich ganz schön mit der Beschreibung. Ich muss schnell bewerten. Gut oder okay. Ich mach mal gut, weil ich die Idee cool finde, dass hier eben die Doku auch erklärt wird anhand der Schilder. Fand ich eine schöne Idee. So. Dass man als Boden alles verwenden darf, finde ich auch gut. Ja, das freut mich. Was haben wir hier? Auch die Kamera, was wird hier gefilmt? Die Wölfe. Ich finde halt hier auch sehr schön, allein schon, wie der Boden gestaltet ist. Da hat sie sich Mühe gegeben, oder er, auch hier mit den... Ich finde es fantastisch. Oh! Oh! Das ist halt auch mega nice, ne? Da hätte jetzt die Kamera noch irgendwie geil reingepasst. Aber das finde ich halt ziemlich cool. Oh, als Passive Assistant gebe ich jetzt mal ein sehr gut. Dafür hätte die Kamera dabei sein müssen. Ja, die hast du vergessen, Kendra. Schade. Ey, wenn du die Kamera noch drin gehabt hättest, dann schwöre ich dir, wäre das mindestens ein sehr gut gewesen. Du hast gewonnen! Wuhu! Sehr cool. Jetzt haben wir noch komplizierte Zahlen, wie ein Durchschnitt, wie der sich zusammenstellt. Aber viel, viel cooler ist die Tatsache, dass wir jetzt halt nochmal uns die Bauwerke angucken können. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal schauen wollen würde, was hat denn nochmal die Phantomkralle gebaut? Dann kann ich draufklicken und kann mir das hier nochmal angucken. Deswegen haben wir halt nochmal eine Minute dazugegeben, wo halt nochmal zum Beispiel ein Icer Dicer in den Chat geschrieben werden kann oder wo man sich eben die Bauwerke nochmal angucken und im besten Fall natürlich das Gewinnerbauwerk abschaut, damit man es beim nächsten Mal nachbaut. Ganz gewieft. Okay, das soll jetzt, denke ich mal, für den ersten Einblick gewesen sein. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Ich werde das jetzt auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch öfter spielen. Ich denke mal, ich switch durchaus noch so mit Master Builders hin und her. Aber ich finde, wie gesagt, hier den Aspekt dieser Worte wie Naturdoku oder Horrorfilm oder bau eine Tatortsituation nach, finde ich halt mal super spannend und eben was völlig anderes als das, dass wir Objekte bei Master Builders bauen mussten. Wenn ihr jetzt gerade da sitzt und sagt, Bergmann, das haut mich komplett von den Socken, das ist ja unfassbar, ich habe direkt 1000 Challenges im Kopf. Ey, dann Leute, gerne her damit. Ich weiß nicht, inwiefern Challenges auch bei Action möglich sein könnten. Lasst mich da aber, wie gesagt, sehr, sehr gerne von euch eines Besseren belehren. Und wenn ihr coole Ideen habt, dann super gerne her damit. Action findet ihr, wie gesagt, hier, wenn ihr auf der Arcade-Lobby seid, in dem Rathaus und dann auf der rechten Seite bei den Schildern. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn diese Aufnahme jetzt hoffentlich nicht abgebrochen ist, denn ich habe einen Nvidia-Error. Okay, ich hoffe, wir sind noch da. Leute, macht's gut, bis morgen. Tschüss, euer Bergmann.